Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute in der Folge gehen wir mal in den Stripclub rein. Aber vergiss nicht die 1-Dollar-Scheine. Barkeeper. Wo sind die denn wieder alle? Naja, wir befinden uns in unserem Stripclub. Um zu gucken, ob ich auch original zur Folge der Simpsons gebaut habe, werde ich auch mal jetzt hier Bilder einblenden. Wir fangen dann erstmal hier bei der richtig, richtig hammermäßigen Bar an. Hier ein kleiner Vergleich. Zack, puff. So, das ist so ein bisschen unsere Bar und die hat einiges zu bieten. Zum Beispiel einen Luxusfernseher, auf dem man sich immer die neuesten Sportwetten angucken kann. Oder auch eine super ultramäßige Kasse. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch ein paar Zapfhähne hier, um unsere Kunden, die sich hier natürlich in den Stripclub geben, gut abzufüllen, damit sie auch viel von ihrem Geld hier lassen. Und wenn das nicht alles ist, wir haben auch ein kostenloses Buffet zum Selbstbedienen mit Chicken Wings und Dipsoße. Weiter geht's denn hier in unserem offenen Bereich. Hier haben wir ja viele Sitzgelegenheiten, wie man das sehen kann. Natürlich auch einige Tanzstangen, auch eine große, fette Bühne. Und da ist mir aufgefallen, man könnte ja, weil ja Laternen reingekommen sind, die gut als Scheinwerfer benutzen. Wenn man sie in so eine Decke einbaut, dann passt das Ganze. Hier haben wir dann auch mal so einen kleinen Fotovergleich, zack, puff, zur Folge. Also wo Homer sich ja so ein bisschen langgeschlängelt hat. In der Folge hatte Homer leider kein Bargeld dabei, aber da gibt es auch eine kleine Hilfe und zwar automatische Geldautomaten. Ja, wo ihr einfach Geld abheben könnt mit einer kleinen Gebühr, die ist wirklich nur ganz klein, 17,50 zahlt man nur dafür. Natürlich für jede Benutzung, also wenn du nur 1 Dollar abhebst, musst du trotzdem 17,50 zahlen. Weiterhin haben wir noch einen Notausgang, meine Freunde. Falls es mal ernst wird, kann man hier einfach mal schnell den Laden auch verlassen. Für gute Soundoptik liefern uns unsere Boxen, die ich überall in der Ecke so ein bisschen platziert habe. So, und das ist denn der Hauptraum von unserem Stripclub, wo man natürlich gleich hier reinkommt. Jetzt kommen wir mal zu ein paar besonderen Räumen. Und zwar, wenn du, sag ich mal, hier oft herkommst und dir an der Bar das so langsam zu langweilig wird, das kostenlose Buffet wird immer leerer, dann können wir dir auch den Champagnerraum empfehlen. Der ist extra für unsere Luxuskunden gedacht, da gehen wir mal einfach mal rein. Haben wir eine schöne Atmosphäre hier drin, würde ich mal sagen, hier mit den ganzen roten Lichtern. Ja, hier haben wir einen schönen Thron, da saß auch einer aus der Folge drauf, Van Houten, der hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Kann ich nur empfehlen, diesen Raum. Wie gesagt, du sitzt hier dann wie so ein König und kannst hier dann dich wohlfühlen. Natürlich haben wir auch noch so ein paar kleine Kissen hier, ne, da kann man sich auch aufsetzen, wer möchte. Dann haben wir auch noch einen Champagnerhalter. Extra, wenn du mehrere Flaschen haben willst. 3 Stück passen hier rauf. Auch noch eine kleine Privatstange haben wir in diesem Raum. Wahnsinn, Champagnerraum. Luxus pur. Wir wagen auch mal einen Blick hinter die Bühne, würde ich mal sagen. Ha, was ist das hier? Ich habe mir gedacht, in der Folge sah man nichts, was hinter der Bühne ist. Aber irgendwas müssen wir ja machen. Ein bisschen logisch müssen wir sein. Da dachte ich einfach, Mensch, wenn die Damen mit ihrem Auftritt fertig sind, können sie sich ja hier wieder umstylen, umziehen, wie auch immer. So eine kleine Umkleidekabine, kann man sagen, hinter der Bühne. In diesem Stripclub bieten wir auch was für unsere Angestellten. Und zwar haben wir eine eigene Kita, weil viele Stripperinnen haben schon Kinder. Von daher müssen wir denen ja auch irgendwo einen Platz bieten, falls sie arbeiten gerade. Und da passt diese Kita wunderbar. Wir haben sie relativ bunt gestaltet. Hier so ein kleiner Regenbogen. Wir haben Bäume, Wolken und auch Plüschtiere, wie ein paar Bausteine und schon mal kleine Stripperstangen, damit die Kinder natürlich auch üben können. Das ist der Stripclub von den Simpsons hier von Club Sin. Ich habe versucht, so gut es ging, hier alles reinzuhauen, was ich in der Folge sah. Man sah auch, dass es einen Weg zum nächsten Stockwerk gibt, hier mit so einer Treppe. An sich ist die nicht gleich hier so neben den Eingang aufgestellt, eher mehr nach vorne. Aber wenn man das genauso baut, wie sie es zeigen, dann könnte man es gar nicht einrichten, außer man ändert das Gebäude noch von draußen. Ich habe jetzt natürlich verzichtet auf ein weiteres Stockwerk, aber du kannst es dir natürlich gerne einrichten. Ich habe dann einfach nur meine Fenster alle so ein bisschen fake gemacht. Sieht immer besser aus, wenn man sich die verkleidet, wenn ihr es einfach leer lasst und man da reingucken kann, sieht das halt immer doof aus. Von daher macht da irgendwie ein paar bunte Blöcke hinter. Ich habe jetzt natürlich dann lila Blöcke und sowas dahinter gebaut. Ich habe noch darauf geachtet, dass ich dann oben eine kleine Lichtquelle mir setze, damit das Ganze doch ein bisschen hell aussieht und nicht komplett duster ist. Ich habe jetzt auch noch im Nachhinein, mir vorne auf der Vorderseite hatten wir ja 5
kleine Fenster und da an sich in der Folge waren da ein paar Stripperinnen hinter, die sich ein bisschen geregelt haben. In Minecraft kann man es natürlich nicht so machen. Da muss man natürlich ein bisschen anders denken. Und da dachte ich mir, Mensch, da machen wir mal so ein paar Eisengolems rein, Hexen. Ein paar Zombies kann man sich hier reinmachen oder auch Pigments, irgendwas. Da muss man mal gucken, was man sich dahinter macht. Vielleicht auch gar nichts und macht es einfach nur Fake. Naja, da kann man sich ja was ausdenken. Auf der Rückseite von unserem Stripclub habe ich eigentlich alles so gelassen, wie es war. Na gut, ich habe hier noch so ein kleines Regenrohr mir befestigt, weil ich wollte erstmal hier ein bisschen rumwirtschaften, dachte, ich mache noch ein paar Fenster hin, aber wer es nicht einrichtet, der braucht ja auch hinten jetzt nicht unbedingt Fenster hinmachen. Außer du richtest dir natürlich das ein, dann kannst du es dir natürlich noch gestalten. Ich wollte dann auch erst noch so einen Parkplatz mir hinten hinbauen, aber dann ist mir aufgefallen, was ist denn, wenn wir hier noch was daneben bauen? Passt denn das Ganze, wenn ich mir jetzt hier erst eine Straße mache, sonst müsste ich es ja wieder wegmachen und so. Von daher lasse ich mir das erstmal offen und dann gucken wir mal, was wir hier noch irgendwann mal daneben bauen. Sollte vielleicht auch passen zum Stripclub oder ich weiß ja nicht, wir haben jetzt auch einen Stripclub genau neben Krusty Burger gemacht. Ja, das ist dann hier unser Stripclub von Club Sin. Fertig ist das schöne Ding. Jetzt heißt es natürlich denn, wenn wir damit fertig sind, was bauen wir denn als nächstes? Gut, dass du mich fragst, denn ich habe mir gleich schon wieder ein paar Gedanken gemacht. Da mich einer angeschrieben hat, dass man vielleicht, oder auch mehrere haben mich schon mal angeschrieben, dass man mal vielleicht die Feuerwehrwache von Springfield nochmal neu bauen sollte. Die ist ja schon ein bisschen alt bei uns und von daher könnte man sie nochmal überarbeiten. Die Folgen dazu und alles mit der Feuerwehr habe ich mir schon rausgesucht, habe schon ein paar geguckt. Und von daher freut euch drauf, denn kriegen wir bald wieder eine neue Feuerwehrwache. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, stelle ich mich wie immer vor unseren Stripclub Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze hier für diese Folge. Wir hören uns dann zur nächsten Folge. Also haust rein und tschüss. Nein, danke. Hallöchen, mein Großer. Nein, danke. Glücklich verheirateter Mann ohne Geld will nur durch. Ach, geschafft. Nichts kann mich hier in Versuchung führen. Oh, Baby, ja. Diese Schenkel sind der Wahnsinn.